Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. So, wir sollten mal wieder ein bisschen Gold produzieren, weil wir verbrauchen hier natürlich gerade einiges. Oh, und die brauchen hier natürlich unten. Und dann noch Strom. Hier ist noch potenziell wenig, das heißt, hier kann man sich dranhängen. Nee, nee, nee. Die eigentlich was mit der Forschung hier? Ja, das ist schon fertig. Es fehlt nur mehr die Ding. Oh. Oh, oh. Er ist offensichtlich geschmolzen. Das Ding, das Kabel hat auch über 400 Grad. Fuck. Das hat nicht so funktioniert wie gehofft. Aber er ist immerhin. Immerhin besteht er nur aus. Aus Granit. Damit haben wir nicht so das Problem. Weil wir das eh wieder bekommen, das Material. Wenn das schmilzt. Ach, Scheiße. Oh Mann, dass die so viel Hitze auch entwickeln. Läuft natürlich nicht viel jetzt da. Kühles Wasser. Ah ja, das wollten wir endlich einmal machen. Ob wir hier den Loop dann einmal anschalten können. So, die Pumpe will ich dann auch ein- und ausschalten können einfach. Okay, die Leitungen sind einmal größtenteils ersetzt worden. Wasser, ganz schön warm, ganz schön warm. Man könnte auch das hier da oben durchjagen. Wäre auch eine Idee. Vielleicht machen wir lieber das. Wenn wir nur ein bisschen mehr Leitungen legen. Schauen wir mal. Kommt hier raus. Sagen wir, wir schicken das hier lang. Das ist eine Frage, wohin. Wohin dann? Wir müssen das hier irgendwie hier weiterbringen. Das ist aber der Rücklauf. Wir müssen es hier in den Vorlauf bringen. Ja, das können wir hier einfach machen. Den Rücklauf können wir hier lang führen. Und hier drüber. Jo. So können wir das machen. Irgendwo eine Kreuzung? Nö. Dann kappen wir erstmal hier die Verbindung und hier die Verbindung und hier die Verbindung und dann können wir das hier durchschicken. Und dann kühlen wir stattdessen das Wasser hier ab. Zwar nur ein bisschen, aber immerhin müssen wir aufpassen, dass wir da oben nicht zu heiß werden. Auch nachdem es hier so kalt ist. Auch hier sind wir ziemlich an der Grenze. Werden sich die Pflanzen freuen, wenn ein bisschen Wärme hier vorbeikommt. Und wir können uns hier freuen, wenn das Wasser wieder ein bisschen abkühlt. Kupfer, ja, nehmen wir Kupfer. Damit es auch ja nicht die Nahrung ausgeht, weil ich weiß jetzt nicht, wie sich das über die letzten Tage und so verhält. Nicht, dass wir da Probleme kriegen. Hier ist auch ziemlich warm. Ist ganz praktisch, wenn wir das Wasser hier abkühlen können. Ach, die bauen das aus Sedimentary Rock. Hat nicht ganz gute Wärmeisolierung, aber nicht so tragisch. Es passt schon.
Wäre cool, wenn da mehr Leute kommen, die das ganze Zeug hier verteilen, weil es dauert ganz schön lange. Also die sind ziemlich viel damit beschäftigt, hier nur das Material zu liefern überhaupt. Wir hängen hier erstmal wieder an, weil wir brauchen es dringend. Schauen wir hier aus, hier ist ganz gut, haben wir ein bisschen Power notfalls. Können wir gegebenenfalls einschalten. Wir haben kaum noch Kohle. Wir sind schon wieder out of Kohle. Nicht gut. Jetzt kommen wirklich die Energieprobleme dann. Wir haben hier nichts. Und wir haben nicht genügend Duplikants, um gegebenenfalls normale Laufbänder zu bauen. Und das hier auch noch dazu versorgen, ist natürlich schwierig dann. Schön warm. Warum ist das Wasser so warm? Wow, das nimmt hier so viel Wärme. Da drinnen ist es zu heiß offensichtlich. Schaut gar nicht so heiß aus. Das hatten wir vorher nicht, ne? Vorher sind wir ja mit 38 Grad hier rausgegangen, jetzt kommen wir ja mit 41 daher. Warte mal kurz, Power Out offensichtlich. So, das muss erstmal wieder genügen. Mal kurz einschalten dafür, dass wir genügend Leistung haben für den Rest hier. Boah, selbst mit denen hier zusätzlich fühlen sich die Batterien so langsam. Und dabei hängen hier nur zwei dran. Also gar nicht so viel Kapazität dafür. Und da sind wir wieder fertig. Einiges an heißem Wasser hier reingebracht. So, wir cutten hier mal wieder die Verbindung. Okay, Sauerstoff bewegt sich schon hier runter. Staut sich hier schon langsam. Was hat sie? Slime Lung. Ja, verständlich. Ist ja hier überall. Natural Gas. Ach, der pumpt noch die ganze Zeit hier. Der pumpt die ganze Zeit. Kleinen Mengen, völlig unnötig. Okay, Bunny, lass gut sein. Nikola ist gleich wieder soweit. Okay, erstmal wieder abschalten. Hier ist immer noch so heiß, dass Travaldo auch hier Probleme hatte. Interessant. Okay, hier fühlt sich's langsam. Wo sind unsere Atom-Suits überhaupt? Wir hatten doch welche. Leute, bitte bringt die Atmosphäre her. Ja. Alles klar, das sind sie ja. Werden geladen. Und mit Sauerstoff getankt. Oder können wir hier oben gehen? Ach hey, jetzt kommt wieder Steam. Verdammt. Aber wir haben Sauerstoffmangel hier. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall mehr Wasser. So blöd, dass wir hier keins haben. Wir können von hier nachhelfen. Kommt der hier weg. Ich
Gehen wir hier auf 6,50 wieder runter. Wir brauchen ja schließlich Sauerstoff. Auch noch mal an. Wir brauchen Powerleute. Das war blöd. Gut. In diese Richtung. Obwohl der Dreier laufen, haben wir zu wenig Strom. So. Okay, die Zeit haben wir auch genug. Sauerstoff kommt hier an, in guten Mengen, weil er aus beiden Leitungen hier gespeist wird. Dann sollten wir hoffentlich bald genug haben. Okay, der eine ist schon geladen genug. Und da wird schon gebaut. Oh, es ist aber wirklich langsam unterwegs. Oh, er hat auch Skillpoints übrig. Okay, Improved Construction bekommst du mal. Dann... Execute Training ist hier. Dann kriegst du das hier noch. Interessant. Sehr interessant. Scheiß Slimelong. Hat halt immer irgendwer. Ist wieder kein Wasser da, oder? Hä? Ach, weil der keinen Sand mehr hat. Scheiße, sag mal, wir haben jetzt keinen Sand mehr. Mann, komm. Wir haben keinen Sand mehr. OMG, das ist nicht euer Ernst. Ja, wir reißen hier das Ganze ab. Wir brauchen einen Rock Crusher. Hier ist Rock Obsidian. Obsidian, ja, macht's mal. Macht's mal Obsidian zu Sand, bitte. Obsidian brauchen wir eh nicht. Oh, shit, Mann. Shit, shit, shit. Das ist übel. Das ist jetzt echt übel. Jetzt geht uns schon der Sand aus. Das hat natürlich dann auch Folgen für hier. Wir haben hier nämlich kein Wasser mehr dann. Das ist jetzt ganz übel. Das ist wichtig, wir brauchen unser Klo. Okay, Sand wird erzeugt. Na klar, die Deodorizer verbrauchen halt auch Sand, ne? Aber man kann ja einen Kreislauf machen, man kann ja den... Die machen ja daraus Clay, also Lehm, und den Lehm kann man dann hier zu Keramik verarbeiten. Das Keramik kann man hier wieder zu Sand verarbeiten. Das heißt, da hat man einen schönen Kreislauf, kostet nur Energie und Kohle. Also ist nicht gut. Okay, hier arbeitet es wieder. Das ist gut. Der hat wieder Sand und wir können
Mann, ist das ganze Wasser weg, selbst die Duschen und alles. Shit. Aber hier kommt wieder was für die Klos. Okay, wir sind immerhin noch halbwegs einsatzbereit. So, den hier auf 8. Da kommt bitte der nächste Sand rein. Von dem wir noch immer 0 haben, wie es ausschaut. Oh man, können wir irgendwo Sand abbauen? Hier ist jede Menge Sand. Da könnten wir uns reinfuchsen. Bauen wir uns hier die Leiter mal nach oben. Und dann holen wir uns hier den Sand einfach. Haben wir sowieso wieder ein bisschen was. Kommt schon, Leute, kommt schon. Ja, Kohle ist auch so gut wie aus. Also, ich fürchte, hier geht's nicht mehr lange. Hey, hier ist Zucker. Könnte man einen Zuckerantrieb bauen, aber wir haben halt nicht viel davon. Fürchte ich. Es wird hier, glaube ich, nicht mehr lange gut gehen, weil wir einfach kein Power mehr haben. Wir müssen halt das Öl mal raffinieren. Ausheben, dann können wir hier vielleicht einen Raum reinzimmern. Das Problem ist, wie raffiniert man am besten Öl? Ich glaube, wir müssen meine Tutorials nochmal anschauen. So, wir müssen erstmal die Klos anfüllen. Die sind jetzt vorerst wichtiger. Deshalb geht der Stress jetzt auch ein bisschen in die Höhe, weil die alle nicht mehr duschen können. Leute, geht's aufs Klo. Laufen die eh nicht dreckig rum? Ne, haben keine Drecksgriffel. Immerhin. Was macht er hier? Attack! Kommt schon, Leute! Attack! Flop! Bisschen Meat. Hatten die wohl noch nie oder was? Ach shit, Mann. Wasser kommt wieder zurück. Oh. Sand. Leute, Sand. Hier nehmen wir noch kein Wasser. Das halt bedeutet, hier ist noch genügend Wasser da, ne? Geht schon ein bisschen was. Los, Nils. Rein da. Da ist auch noch Sand, das nehmen wir gleich mit. Das ist ja auch. Building and Tomb, ja, klar. Jede Menge Eierschalen hier. Los, holt den Sand. Na, Gott sei Dank. Schauen wir hier aus. Kühlt hier wieder schön ab. Boah, das Ding ist schon ziemlich kalt, aber es gibt die... Das ist zieht leider nur sehr langsam den CO2 hier, die Temperatur. Wie schaut es eigentlich da unten aus? Leute, ihr habt Atmosuits, die funktionsfähig sind. Okay, wir sind hier ready. Der Raum hier hat eine Größe von 82, das heißt, wir können uns noch was dazu nehmen. Und zwar 96 können wir uns 14 dazu nehmen. Also das hier. Das gehört noch abgebaut. Oh, da ist Kohle drinnen. Das bitte auch abbauen. Oh Mann, bist du langsam unterwegs.
Okay, Slime Long hilft da natürlich ordentlich mit. Es hat aktuell die Zeit. Oh, Party ist dann zu Ende, sehe ich. Gut. Oxylite, hey, ein bisschen Sauerstoff für uns. Warum nicht? Lass das gleich mal ausgasen. Jo, das muss dann abgebaut werden. Dann haben wir wieder ein bisschen Kohle wenigstens. Hier haben wir auch Kohle, das könnt ihr euch gleich mitnehmen. Auch hier ist Kohle, das könnt ihr ebenfalls abbauen. Wir brauchen halt dringend mehr Sauerstoff, aber jetzt wo wir dann... Ja, jetzt haben wir endlich wieder Sand und damit Wasser und können hier wieder machen. Allerdings müssen wir auch hier wieder die Verbindung schaffen. Diesen 90 füllen die an, okay. Schauen wir da herüben aus. Oh, da oben ist kein Wasserstoff mehr. Wenn wir das hier mal killen, dafür sind wir hier wieder ziemlich voll. Das heißt, wir können wieder Wasser raufschicken und wieder mehr Wasserstoff erzeugen. Für mehr Strom. So. Das sollte dann genügen. Bringt das wieder Wasserstoff und Sauerstoff. Ist ja auch gut. Deodorizer macht hier sein Ding. Wir haben hier genügend Sauerstoff hierfür. Dann hier mal wieder einschalten, um die Leitungen mehr anzufüllen. Und damit ist der Part zu Ende, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Mal hier wieder anhängen. Muss man Erdgas kriegen.